Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zur ersten Folge von Forza Motorsport 7. Wir starten hier auch gleich mal durch mit den Sportkompaktautos auf der Strecke Dubai. Die kennen wir von der Demo. Da legen wir auch gleich mal los, bevor ich lange rumlaber. Der Wagen ist ein Subaru irgendwas. Hab schon wieder genau vergessen, welcher es ist. Den habe ich irgendwie gewonnen. Keine Ahnung, ich spiele einfach nur so. Und ich finde den eigentlich ganz nice. Ich bin schon die Meisterschaft ein bisschen gefahren und bin bis dahin ganz gut zurechtgekommen mit dem. Und die Dubai-Strecke kennt man ja auch eigentlich ganz gut aus der Demo. Also schauen wir mal, was uns da erwarten wird. Los geht's. Boah, geht gut voran. Also ich spiele wirklich bis jetzt am liebsten in der Innenansicht. Oh, sind diese Pfeile gar nicht da? Sonst sind immer so Pfeile in der Kurve gewesen oder hier Bremslinien. Aber vielleicht habe ich... Ne, die sind noch da. Okay, alles klar. Also ich spiele mit den Linien. Das ist... kenne die Strecken nicht so gut und bin ja auch allgemein sonst nicht so der gute Fahrer. Da lasse ich schon mal ein paar Hilfen an. Aber das ist... Da vorne geht es stark rechts. Das ist eine andere Strecke wie die aus der Demo, habe ich das Gefühl, oder? Okay, alles klar. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Ich habe, ich weiß gar nicht, auf was für einem Schwierigkeitsgrad ich spiele, hoppala. Aber ich weiß, dass ich bei Simulation oder nee, bei Schaden hatte ich nur Reifen und Benzin angeschalten. Dass das irgendwie simuliert wird. Und was war noch? Und, bei der Drivatar oder bei der KI, das ist jetzt, glaube ich, KI, nee, das ist, glaube ich, Drivatar, da habe ich vorhin schon Namen gelesen. Von einem aus der Community. Da sind wir bei erfahren oder sowas. Müssen wir schauen. Können wir auch mal anpassen. Je nachdem, wie das jetzt hier läuft. Spiel habe ich seit Montag. Habe es mir ganz normal gekauft, beziehungsweise die Anja hat es mir gekauft, besorgt. Und habe mich sehr darüber gefreut. Und ja, natürlich gleich mal angefangen zu spielen. Und da haben wir schon die erste Runde. Also das ist wirklich eine andere Runde wie die von der Demo. Und ich muss sagen, ich finde das Spiel schon richtig, richtig geil. Man, die Vorfreude, die hat sich absolut gelohnt. Es ist einfach, ja, mal was anderes jetzt zum Motorsport, zum Horizon 3 Teil. Ich freue mich darauf ein bisschen auf die Abwechslung. Und dass man da jetzt mal ein paar Sachen machen kann. Also das ist jetzt die Karriere, soweit ich das weiß. Ich bin da nie so informiert wie die anderen gescheiten YouTuber, die sich da mit allem so weit auseinandersetzen. Aber was ich natürlich auch da gern wieder machen möchte, sind Community-Rennen. Also denk mal, da wird auch wieder einiges zusammengehen. Am Anfang wird es vielleicht ein bisschen zäher werden. Aber dann, hoppala. Aber dann wird es dann auch wieder laufen, denke ich mal. Jetzt schauen wir mal. Dauert halt ein bisschen, bis das Spiel, bis sich sämtliche Leute das Spiel auf die Konsole zugelegt haben. Und wir sind schon in der zweiten Runde von 3. Und ui, da ist schon mal harter Körpereinsatz oder Fahrzeugeinsatz. Ne, macht auf jeden Fall richtig Laune. Und ich muss sagen, es ist auch in der Innenansicht leichter zu spielen wie Horizon 3. So ist jedenfalls mein Eindruck. Auch so die anderen ersten Eindrücke, die ich habe, das ist ein bisschen merkwürdig. Also zum Beispiel, welche Strecke war das im... Die Prag-Strecke bin ich gefahren. Nee, war das die Prag-Strecke? Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls bei irgendeiner Strecke sind halt auch immer schön Reifenstapel. Und wenn du in diese Reifenstapel reinkrachst, das ist ein bisschen merkwürdig. Also da ist wirklich, das Auto dreht sich dermaßen komisch weg. Das finde ich ein bisschen zu übertrieben. Aber ja, wird den Spielspaß natürlich nicht trüben. Macht weiterhin auf jeden Fall Laune. Was ist mir noch irgendwie aufgefallen? Ja, dass ich versuche immer irgendwie eine ordentliche Linie zu fahren oder irgendwie einen schönen Fahrstil hinzulegen. Aber halt Drivatare oder KI, die fährt dann doch ein bisschen so aggressiver, schubst mal an, drängelt raus. Also das Dumme ist bei dieser Rumschubser und Dränglerei, dass eigentlich, dass man nur selber verlieren kann. Die KI oder der Drivatar, der schafft meistens irgendwie die Kollision so zum Weiterfahren. Aber man selber ist dann immer irgendwie der Depp. Also ich habe auch Zurückspulen an. Weil das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Fünfter Platz, ich bin ganz zufrieden. Oh, da müssen wir stark runterbremsen.
Da haben wir jetzt eine Scheißlinie. Gehen wir mal in den zweiten Gang. Und das ist schon die letzte Runde. Nee, also wirklich schön zum Fahren, macht mega Laune. Ja, das sind so die ersten Sachen, die mir aufgefallen sind, aber mei, das perfekte Spiel, nach dem wir alle suchen, wo wir sagen, ey, das ist für jeden perfekt, das wird es nie geben. Aber das hier kommt schon wieder sehr, sehr nah dran. Auch Horizon 3 war ja wirklich, oder ist ja wirklich ein Spiel vom Allerfeinsten. Was ich hier mal gesehen habe, was mir wirklich taugt, es gibt geile Autos, vor allem auch VW ist dabei. Und da sind so Sachen dabei wie der Käfer, finde ich saugeil, der Corrado ist dabei. Und noch ein paar andere schöne Volkswagen, also so Corrado mal herrichten, das ist glaube ich schon mal richtig cool. Auf was kommen wir? Auf den fünften Platz. Und ja, da freue ich mich schon doch einigermaßen, die Wagen dann mal irgendwie im Rennen zu fahren. Und Ziel, alles klar. Fünfter Platz, ja, nicht weltbewegend. Aber wie gesagt, ich spiele zur Unterhaltung. Und dann gucken wir gleich mal, wie es weitergeht. Drücken uns mal ein bisschen nach vorne. Mittlerweile habe ich auch mal ein paar Mods runtergeladen oder Mods gekauft und die dann noch eingesetzt. Weil ich muss mich halt auch erstmal zurechtfinden in dem Spiel. Alles nicht so einfach. So, das war's. Dann machen wir Aufzeichnung, Speichern. Nee, das brauchen wir nicht. Beenden. Nee, neu starten. Wo müssen wir? Nächstes Rennen. Nächstes Rennen. Wir sind auf Platz 3 hier in der Meisterschaft, wie es ausschaut. Und waren schon mal ein bisschen besser. Na gut, auch nicht so dramatisch. Das war es jetzt erstmal mit Dubai und dann gucken wir mal, wo es als nächstes hingeht. Also mit dem Subaru komme ich wirklich gut zurecht. Ich habe beim Tuning so ein bisschen was angepasst. Bei dem habe ich gar nichts angepasst, oder? Habe ich bei dem was angepasst? Oh, ich weiß gar nicht. Wenn, dann habe ich gleich nur Reifendruck angepasst. Ich bin ein anderes Rennen gefahren mit diesen Polaris oder wie der heißt. Da habe ich dann ein bisschen tiefer gelegt und so. Okay, alles klar. Es gibt ein bisschen Kohle und jetzt geht's weiter. Level 7 sind wir. Was erzählt der? Nochmal erzählt der immer irgendwas. Okay, da geht nicht viel. Spielt auch keine große Rolle. Laden, alles klar. Wir können hier mal noch so eine Mods. Haben wir noch Mods? Was haben wir denn noch für welche? Nachtrennen. Gut, das ist jetzt, glaube ich, kein Nachtrennen. Wir können hier auch mal eine Kiste kaufen. Top 3. Werden sie mindestens ein Dritter, kommen sie mit 25 Meter Vorsprung ins Ziel. Also die haben wir noch nicht verbraucht. Wir kaufen einfach mal einen, so zum Spaß. Und Modskiste Premium Standard. Ich habe bis jetzt immer nur Premium aufgemacht. Wir können ja gerne mal auch eine Standardkiste aufmachen, oder? Ich habe keine Ahnung von Mods. Das gab es ja im Vorgängerteil auch schon. Und von dem her, schau mal, das ist die hier, oder? Genau. Ist das Premium? Ja, genau. Auswählen. Okay, und was habe ich da jetzt drin? Das gibt so viele Sachen. Also einmal Top 5. Werden Sie Minister 5. Das ist ja schon mal interessant. Vollführen Sie das perfekte Überholen. Fahren Sie Nacht. Verbessern Sie Ihre Rennbelohnung bei... Weiß ich nicht. Verbessern Sie Ihre Rennbelohnung. Also ist klar, man wird halt die Rennbelohnung verbessert. Nur Bremslinie. Na, das können wir ja mal nehmen. Jetzt pass mal auf. Das nehmen wir an. Dann gehen wir mal auf zurück. Nochmal zurück. Und dann können wir ja schon... Halt. Möchten Sie wirklich verlassen? Sie haben ungeöffnete Kisten. Ach, ich habe ungeöffnete Kisten? Kisten öffnen? Ach, gibt es auch so Kisten? Oder wie? Außer also, kosten die jetzt Geld? Das wusste ich nicht. Anscheinend gibt es auch Kisten zu gewinnen, oder wie? Bremslinie. Okay. Das ist alles neu für mich. Alles neu. Und habe ich noch welche? Anscheinend gibt es die so ähnlich wie hier die Wheelspins, oder? Ich habe null Plan. Da hätte ich ja gar keine kaufen brauchen. Noch zwei habe ich. Das wusste ich alles nicht. Nur seht ihr das mal, was ich da alles so mit euch erlebe. Top 5, das haben wir schon. Okay, alles klar. Und noch eine haben wir. Wusste ich. Überraschung auch für mich. Eigentlich wollte ich ein bisschen Rennen fahren. Okay, alles klar. Dann können wir jetzt auf zurück, oder? Genau. Dann gehen wir dahin. Und jetzt können wir... Ah! Und jetzt haben wir sogar eine Nacht. Das ist Dubai, oder? Ist das die Dubai-Strecke? Normal steht es ja da. Yasmarina. Kann ich jetzt noch was machen? Ja, Mods. Pass auf. Wir fahren ja jetzt direkt bei Nacht, so wie es ausschaut. Dann gehen wir mal auf Mods. Und dann können wir ja einmal hier Mod... da war ja so ein Nachtmod. Den können wir ausrüsten, genau. Und dann, was war noch? Ah, man kann nur 3 nehmen. Alles klar, lass mal. Nicht mal annähern. Top 3, grandiose Kurve. Können wir den Mod entfernen? Ist er dann gelöscht, nicht, oder? Dann nehmen wir noch einmal hinterm Steuer, linientreu. Nur Bremslinie, ja, komm. Nehmen wir das auch mal. Und dann gehen wir auf zurück. Und Rennen starten. Das ist aber eine anspruchsvolle Strecke. Das ist...
Nacht, wo steht denn da, was das alles ist? Da komm, ich will euch nicht langweilen. Wir starten einfach das Rennen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich hoffe, dass ich da jetzt auch Fünfter werde. Würde ich mich jedenfalls drüber freuen. Los geht's. Ja, das ist die Strecke, die wir auch vom F1 2017 kennen, oder? Da wird's eng. Alles klar, die schieben ganz schön einen mit nach außen, also... Ui, 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 nur nicht... Oh, ich hänge noch irgendwie an einem dran. Das schiebt mich ein bisschen. Jetzt passt's wieder. Jetzt schau mal, wie das hier läuft. Ich muss sagen, dieser Karrierestart ist recht cool, weil... weil halt die Autos noch jetzt nicht unbedingt schnell sind. Aber wo ich hier schon das Problem sehe... Ah nee, das ist nicht mehr so. Ich habe es ausgeschaltet. Ich habe nämlich schon ein Rennen gefahren mit einem BMW. Und da habe ich mir bei dem Nachtrennen wirklich die Scheinwerfer kaputt gefahren. Und dann hast du da gar nichts mehr gesehen. Also das war schon nervig. Jetzt schauen wir mal. Lange gerade und dann geht es scharf links. Vielleicht kommen wir da irgendwie innen an dem vorbei. Nee. Wie viele Runden fahren wir denn da? Nur zwei. Das ist eine recht lange Strecke. Man hätte es auch länger einstellen können, hab aber jetzt gedacht, komm, lass mal so. Bisschen knackiger, können wir mehr Rennen fahren. Auch für mich unterhaltsamer. Ach, das ist schon wieder Start und Ziel, oder wie? Aber wir sind schon gleich in der zweiten Runde, oder? Nee, sind wir noch gar nicht. Aber wir sind auf Platz 6 schon vorgefahren. Und da habe ich den Bremspunkt völlig verplant. Da schieße ich raus, da schieße ich raus. Da spule ich mal zurück. Sonst ist das Rennen für mich absolut gelaufen. Ah, müssen wir nochmal zurückspulen und dann bremsen wir schon hier an. Das ist wirklich wichtig, dass für mich noch die Linien dabei sind. Vor allem, solange man die Strecken nicht kennt. So, da geht es scharf nach links. Jawohl, gehen wir mal runter in den zweiten Gang. Ja, jetzt haben wir das ganz gut gemeistert. Also schon einigermaßen zufrieden. Ja, jedenfalls hatte ich das schon, dass ich mir wirklich die Scheinwerfer kaputt gefahren habe. Und dann musste ich das Rennen abbrechen, weil es einfach keinen Sinn mehr gemacht hätte, so weiterzufahren. Ich war eh schon 24. Jawohl. Das ist eine fiese Kurve, jedenfalls bei F1. Jawohl, sehr cool. Fünfter Platz. Ich glaube, wir haben ja auch einen Mod drin, dass wir unter die Top 5 kommen sollen. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir das auch hinbekommen. Zweiter Gang. Nee, richtig geil. Ich kann auch mal eine Außenansicht fahren. Fällt mir allerdings mittlerweile schon schwerer, aber gucken wir mal. Ja, wir bremsen einfach auch wieder ganz normal. Wenn es nicht klappt, spule ich halt zurück. Geht auch einigermaßen. Also ich muss sagen, es ist aus jeder Perspektive hat seinen Reiz. Ich habe sogar mal diese Dashboard-Sicht ausprobiert und da war ich überrascht, wie geil die ist. Nur letztendlich hat mich da gestört, dass ich da kein Lenkrad gesehen habe. Klar, es ist halt dafür gedacht, wenn man mit Lenkrad spielt, dass man sein eigenes sieht. Komm rum, komm rum. Zweiter Gang. Ja. Ja, es geht auch, auf jeden Fall. Das ist immer vierter Platz. Vielleicht kommen wir sogar noch mal dran. Schauen wir mal. Komm, 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 komm. Ja, jedenfalls sind auch hier wieder natürlich wieder Livestreams geplant. Ich habe da mega Bock drauf. Vielleicht warten wir noch ein paar Tage, bis ich mich ein bisschen verbessert habe. Oh, den Platz gebe ich nicht mehr her. Oh, da bin ich super rumgekommen. Da bin ich super rumgekommen. Und weiter geht's. Und dann fahren wir gleich wieder auf Start und Ziel, oder? Ist es schon wieder soweit? Nee, noch nicht. Also, ich muss sagen, ich fahre ganz anständig. Das ist vorhin die Kurve, wo wir raus sind. Da versuche ich jetzt mal, mich auch innen durchzuquetschen. Oh, falscher Gang, falscher Gang. Ah. Also, hätte ich da jetzt einen richtigen Gang genommen, dann wäre ich besser davon gekommen. Aber trotzdem... Geht schon. Zweiter Gang. Dritter Gang. So, sehr schön.
das endet gleich, das Rennen. Auf dem zweiten Platz, ich glaube, ich bin erst einmal Erster geworden. Und damit bin ich sagen recht zufrieden, dass ich da jetzt hier Zweiter werde. Da wäre ich gern, hättest du schon eine andere Lenkung? Also ich wäre gern so richtig schön jetzt da drüber geheizt. Vielleicht kriegen wir das jetzt so hin, wie ich es mir vorstelle. Naja, fast. Zweiter Gang. Mal schauen, vielleicht geht sogar noch was. Es wird eine knappe Angelegenheit. Vielleicht auf der Bremse. Ja. Ja, geil. Sogar. Na, werde ich noch Erster? Jawohl, Erster gewonnen. Sehr, sehr cool. Freut mich. Das ist cool. Da können wir dann sogar wirklich schon mal drüber nachdenken, dass wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen anpassen. Denn das war jetzt nicht so schwer. Es hat Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir machen noch, weiß ich nicht, das letzte Rennen, oder? Ist da noch eins übrig? Ja, wollen wir das noch machen? Ja, komm, das wollen wir machen. Gehen wir mal auf nächstes Rennen. Ich bin auf Platz 2. Das ist jetzt meine beste Meisterschaft. Mit dem Wagen komme ich wirklich, wirklich am besten zurecht. Und dann machen wir das auch noch. Dann kommen wir da so auf, keine Ahnung, 25 Minuten Zeit. Gucken wir mal. Fortsetzen. Oh ja, da gibt es richtig cool Credits jetzt. Gesamt. Oh, sehr cool. Level 7. Ui, da. Coole Sache. Rang 2 Nachtrennen auswählen. Da kann ich jetzt ein Auto wiederbekommen. Lass mal gucken, was gibt's denn? Ich kann 30.000 Credits oder den Clio. Komm, ich nehme mal Ding. Auto sammeln kommt recht gut im Spiel. Ich weiß nicht, Autos kann man bestimmt auch wieder verkaufen, oder? Ich habe schon ein Auktionshaus gesehen. Fortsetzen. Alles klar. Jetzt gucken wir mal. Sind jetzt die Mods verbraucht, oder wie? Ja, genau. Linientreu. Nur Bremslinie. Ich hatte doch nur Bremslinie. Aber anscheinend habe ich das nicht richtig gemacht. Mod entfernen drücken. Ich lasse den mal. Wir können ja mal einen anderen nehmen. Was kommt denn jetzt für ein Rennen? Jetzt kommt, was ist denn für eine Strecke? Weiß ich gar nicht. Ach, das ist hier Daytona irgendwie. Oh, die ist ätzend zu fahren. Nicht Daytona, Long Beach, genau. Oh, die ist ätzend zu fahren. Hm, was können wir denn? Die ist richtig beschissen zu fahren. Okay. Probieren wir auch mal aus. Mods, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt nehmen könnte. Fortschritt. ABS an, Lenkung. Das habe ich sogar. Das habe ich sogar so eingestellt. Linientreu. Ja, das habe ich ja eigentlich schon da. Nur Bremslinie ist ja auch nur die Bremslinie an. Zahltag. Verbessern Sie Ihre Rennbelohnung. Vollführen Sie die perfekte Kurve. Ach, das muss man mehrfach machen. Jetzt check ich's. Ah, alles klar. Einsätze. 1, 2, 3. Ja, pass auf, dann voll die perfekte Kurve. Wir haben richtig viele Kurven hier drin. Wir können das ja mal ausprobieren. Ob das was bringt. Gehen wir auf zurück. Und dann geht's schon los. Also die Strecke ist wirklich, wirklich schwer. Viele Ecken und Kanten, keine Auslaufzonen. Hab mir da schon ein paar Mal die Pfoten an der Strecke verbrannt. Und bin ja mal gespannt, wie das jetzt laufen wird. Aber das ist dann schon nur 3 Runden. Das ist dann schon das Ende der Meisterschaft. Gucken wir mal. Wir sind ja auf Platz 2, glaube ich. Also, ja, jetzt weiß ich gar nicht, wer der Erste ist. Es ist nicht zwingend notwendig, dass wir da gewinnen. Notwendig, dass wir da gewinnen. Aber eine gute Platzierung würde ich mich auf jeden Fall freuen. Also umso besser, dass für mich die Bremslinien an sind. Jetzt check ich's ja erst. Pass auf, ich wechsle wieder in die Innenansicht. Ja, das finde ich irgendwie geil. Das finde ich richtig geil. Ich kann ja nachher noch mal in die Außenansicht wechseln. Ah, ist zu spät geschalten. Aber das ist wirklich eine hundsgemeine Strecke hier. Also, und hier verknoten sie dich auch alle immer bei dem Kreisverkehr. Das habe ich auch schon gespannt. Ah, leichter Rempler. Also es ist richtig geil. Mir taugt das Spiel so ohne Ende. Schon. Nicht, man hat auch nicht viele Überholmöglichkeiten. Ich habe das Gefühl, wenn er mal irgendwie in der Kurve vorbeiquetschen. Am dritten bleiben. Nach vorne geht es stark nach links. Gucken wir mal. Zweiter Gang schön eng vorbei. Ah, nicht wirklich so, wie ich mir es gewünscht habe. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen Geschwindigkeitsüberschuss. Gerade erst auf Platz 11, 12. Also ich kann mich nicht wirklich lösen. Ah,
verkacke ich das Schalten auch noch die ganze Zeit? Komm, 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 komm. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Naja, anders geht's bei mir nicht. Aber ich muss sagen, im Moment ist Long Beach war es, glaube ich, doch leichter zu fahren, wie ich es in Erinnerung habe. Ich bin mal mit einem richtig schnellen Auto gefahren und da war es sehr, sehr schwer. Da war es sehr, sehr schwer. Oh, da bleibe ich an der Kante hängen. Ja, mein Fehler. Komm, wir haben noch über zwei Runden vor uns. Jetzt treten wir mal die Gänge ein bisschen aus. Geschwindigkeit sammeln oder aufnehmen, jawohl. Ja, sehr gut. Das bedeutet auf der Geraden, da liegt unsere Stärke. Boah, da habe ich schon wieder. Gott sei Dank sind diese Linien an. Jawohl, auch schön rumgekommen. Jetzt geht es wieder in diesen ekelhaften Kreisverkehr. Hier fahren die sehr, sehr langsam, muss ich sagen. Und selber würde ich schneller durchkommen. Allerdings ist halt nicht der Platz da. Platz 9 aktuell. Ich denke mal, da geht noch was. Ich lehne mich jetzt einfach mal ein bisschen mehr an. Oh! Ich nehme alles wieder zurück. Ich lehne mich nicht mehr an. Ich fahre jetzt wieder ordentlich. Alles klar. Bremsen wir gleich mal runter. Man kommt schnell in den Horizon 3 Schlendrian rein. Aber jetzt gucken wir mal. Vorne geht es gleich stark links. Zweiter Gang, schön eng vorbei. Genau anders wollte ich es haben. Achter Platz, da geht aber noch was. Spätestens auf der Geraden. Und ich muss sagen, so in dem Wagen macht die Strecke schon einigermaßen Laune. Perfekte Kurve habe ich erst einmal genommen. Noch keinmal genommen und ich muss sie nur einmal nehmen. Soll ich da einfach mal der Linie schön entlang fahren? Vielleicht wird es dann die perfekte Kurve. Jawohl, eine gute Kurve, aber nicht eine perfekte. Alles klar. Ah, Mist, das ist ja auch, dass man das auch hinbekommen muss. Also, man muss auch ein bisschen schön fahren, wenn man so einen Mod aktiviert hat. Jetzt schauen wir nochmal. Jetzt geht es lange nach vorne. Kommen wir da durch? Ja. Klappt schön. Sechster Platz. Ja, auf der Geraden, da klappt es wirklich ganz gut. Jetzt schauen wir mal. Ja, wenn die Kurve jetzt nicht schön war. Jetzt, das sage ich doch, alles klar. Wieder im Kreisverkehr. Mal gucken, ob wir wieder auf Platz 1 kommen. Das ist die letzte Runde. Ich sage jetzt mal, ich glaube jetzt nicht, dass wir auf Platz 1 kommen, aber Top 3 ist auf jeden Fall drin. Den vor mir, den packen wir noch. Sehr geil. Macht richtig Laune, macht echt Spaß. Jetzt kann ich ja nochmal in der Außenansicht fahren. Es ist ganz was anderes. Es ist was anderes. Ah, das, was ich auch immer höre, dieses dynamische Rumgeschwanke, was man unten sieht beim Drehzahlmesser und bei der Minimap, das scheint doch viele zu stören. Mir persönlich ist es wurscht. Aber vielleicht schalte ich es auch mal aus. Vielleicht finde ich es ja dann auch störend. Gut, ich habe auch den zweiten Teil nicht gespielt. Den sechsten Teil nicht gespielt. Ich komme ganz durcheinander mit den Forza-Teilen. Und von dem her kenne ich das halt jetzt nur so und es passt. Aber mal gucken. Alles Stück für Stück anpassen, kriegen wir schon hin. Was bin ich? Vierter Platz. Oh, der dritte. Der dritte muss noch irgendwie drin sein. Komm, wir haben noch ein bisschen zu fahren. Der dritte ist gerade mal 50 Meter vor uns. Und da geht es aber schon auf Start und Zielgerade. Nein, wir werden Vierter. Aber sehr, sehr cooles Rennen. Hat auch hier wieder Laune gemacht. Ja, ich werde sogar noch Dritter. Wie geil. Ich freue mich, ich freue mich. Hätte ich nicht gedacht. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Meine Lieben, das soll es gewesen sein für die erste Folge von Forza Motorsport 7. Ich finde es richtig geil. 5 von 5 Sternen kriegt das Spiel auf jeden Fall von mir. Wir sehen uns wahrscheinlich schon morgen wieder oder sogar noch heute in einer weiteren Folge. Herzlichen Dank fürs Reinklicken. Ich wünsche euch noch einen grandiosen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis bald. Ciao, ciao.